Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game. Und wir befinden uns gerade immer noch mitten im Hawkins-Bezirk und haben im letzten Part diesen Typen da oben seine Kaugummis gegeben und haben sehr wahrscheinlich Janes Kräfte damit um 20% verstärkt. Oder beziehungsweise um 20 mal mehr Schaden. Ich weiß es halt nicht. Nicht 20 mal mehr Schaden. Was war es jetzt nochmal? 20% war schon richtig, okay. Und ich muss sagen, was eine coole Animation das hier ist mit den Feuerlöschern. Wir sind also Feuerhydranten, ist voll geil. Aber okay, ich würde sagen, wir machen es auf den Weg. Basteln einen Feuerstarter. Wir könnten auch einen Feuerstarter theoretisch basteln. Ich muss überlegen, wie kommt man eigentlich nochmal. Also ich kann auch in der Bibliothek, kann ich mal eben kurz, glaube ich, auch reingehen. Zirkuschat. Ne, hier müssen wir nicht rein. Kann ich hier irgendwas machen? Nö, ich bin ja fertig. Marvels können wir mal eben kurz rein. Und in der Bibliothek könnten wir mal kurz, ganz kurz eben schnell reinhüpfen und mal eben den einen Gegenstand holen, den wir da brauchen. Wahrscheinlich haben wir ja da mehr Glück als in der Starcourt Mall. Feuerstarter. Ich würde die Lockpuppe eigentlich basteln. Ich möchte lieber die schwierige Aufgabe machen als die einfache. Vor einen Feuerstarter bewerfen wir dann den Billy einfach mit einem Feuerstarter oder was? Nee, wenn, dann machen wir es schon ein bisschen aufregender. Was ist der Laden hier? Achso, ist nicht besonders groß. Die Geräusche so geil. Oh Gott. Ach, guck mal, wir hätten auch hier im Walkie-Talkie kaufen können. Rasendarts. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir die mal brauchen für irgendwas. Ich frage mich echt, ob es in der New Game Plus. Gibt es New Game Plus? Ich weiß es nicht. Wäre geil. Das würde es im Spiel auch anbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die brauchte ich auch für irgendwas. Das weiß ich. Na gut. Oh, was ist denn hier los? Wow! Na toll, danke. Krass. Da war ich ja noch gar nicht. Aber hier ist ja auch nichts, ne? Nö. Ja, dahinter kann ich auch noch hin, das sehe ich aber. Wir könnten eigentlich auch mal bei der einen Frau vorbeigucken und uns mal ein paar Belohnungen abholen für die Zwerge, die wir bisher eingesammelt haben. Das könnten wir auch machen. Mal gucken wir erstmal, was hier unten drin ist. Wir wurden entdeckt. Schnappt sie euch. Lass ihn nicht werfen! Oh, scheiße. Ich brauch dich, Max! Sally! Okay. Ich glaube, Pop hat mehr Wumms. Naja. Oh mein Gott, da sind wieder so viele Leute. Boah! Was war das denn gerade?
Interesting. Es ist eklig da drin. Das war's? Mehr gibt's hier nicht. Oh, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal kurz in die... Machen wir kurz einen Abstecher in die Bibliothek. Und suchen mal eben kurz dieses eine Ding, was wir noch brauchen. Die suchen die Bibliothek nach einem 16 Molotovs VHS. Das ist die Frage. Wo genau ist das? Wo habe ich nochmal das Schwimmzug-Magazin nochmal gefunden? Ach genau, das war. Das war unter das ins Bett, ne? Ja, genau. Hey, jetzt brauche ich aber dieses Upgrade nicht mehr, damit ich eine Sekunde mehr habe zum Ausweichen, ne? Aber mittlerweile habe ich den Bogen nur selbst raus. Ich klicke einfach alles an, bis ich das finde, was ich brauche. Ah, guck mal, wenn die VHS hier irgendwo ist, dann ist das bestimmt mit Sicherheit hier. Ha! Rock'n'Roll-Kassette. Ja, dann wird die Rock'n'Roll-Kassette sehr wahrscheinlich bestimmt im Musikladen im Sarkop Mall dann sehr wahrscheinlich sein. Ja, genau. Das Schwimmzug-Magazin. Mit nackten Frauen in Bikini. Leuten macht Frauen in Bikinis. Das war natürlich unter das ins Bett. Wo auch sonst, ne? Das Bono-Heft. Aber in der Starcourt Mall. Gehen wir noch mal ganz ehrlich, Leute. Ich möchte doch mal in die Starcourt Mall reingehen. Ich möchte doch mal überprüfen, ob ich da vielleicht doch was übersehen habe. Ich suche eine Rock'n'Roll-Kassette. Ja, Musikladen, wenn dann, ne? Hier kann ich nicht rein. Claire's? Ne, ist für Handys. Ach, Quatsch, Handys. In den 80ern gab es noch keine Handys. Zumindest nicht, zumindest nur so ganz riesige Handys, ne? Diese riesigen Antenne dran, diese Work-Handys. Diese ja, aber. Aber auch nur für Büroleute. Hm. Hier ist. Nee. Na, vielleicht kann ich da einfach auch noch nicht rein. Aber warum sollten die mir eine Aufgabe geben, die ich noch nicht machen kann? Vielleicht ist die Kassette ja auch hier drin. Vielleicht hat Robin die auch gehört. In der Serie hört Robin ja auf ihren Walkman Musik hier an ihrem Arbeitsplatz. Vielleicht ist das da irgendwo hier. Boah, wahrscheinlich denke ich bestimmt viel zu kompliziert, ey. Das ist bestimmt an einer Stelle, wo ich noch gar nicht war. Oh, das ist ein Gartenzwerg. Na ja, gut, dann. Okay, Leute, dann möchte ich sagen, dann gehen wir halt doch wieder zurück in den Hawking's Pool. Dann müssen wir aber nur einen Weg in Dingens finden, ins Lagerraum. Vielleicht hat der Billy bei sich zu Hause ja den Schlüssel. Gehen wir mal kurz zu Max nach Hause und gucken mal bei Billy im Zimmer, ob der Schlüssel vielleicht da liegt für den Lagerraum. Den haben ja die Mitarbeiter, ne? Und da möchte ich mal kurz bei dieser einen Frau vorbeischauen, weil mittlerweile haben wir ja ein paar Sachen, womit ich hier Zwerge geben kann. Ich habe leider nur keine Ahnung mehr, welches Haus das war.
Immer schon das gute Geld im Klo, ey. Aber wie gesagt, hier sind wir falsch. In irgendeinem Haus war das. Das war, glaube ich, die eine Tante, die hier, die sich in einen Zombie verwandelt hat, ne? Ja. Na, irgendwann, wenn wir alle Charaktere haben, dann gucke ich mal überall nach, ey. Aber geh erstmal kurz mal Max zu Hause, mal gucken, ob die einen Schlüssel hier irgendwo hat. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Nee, okay. Na gut, dann Leute, dann überschätze ich mich vielleicht gerade ein bisschen oder ich denke halt viel zu weit. Dann gehen wir halt nochmal in die Sarkophage. Mein Gott, ist das hier warm drin, ey. Ich glaube, ich muss gleich mal den Ventilator anmachen, ey. Ich schwitze hier wie Sau, ey. Na, Gott, was ist das für ein Gestank? Der Entdecker? Mike's Keller, nö. Mein Gott, wo war die Tante noch, die Olle nochmal, diese scheiß Zwergen? Wir wissen, was für eine Belohnung ich dafür kriege, ey. Oh, verlassenes Haus. Ah, Erika, genau. Mein Gott, ich brauche sehr, sehr dringend Erika Sinclair. Kommen wir da rum? Okay, dann gehen wir noch, gucken wir mal in den Schuppen reinkommen. Ist da eine Reinigungssuppe drin oder dürfen wir ihren Schuppen nach einer suchen? Eine Reinigungssuppe, wofür braucht ihr die denn? Das kann ich nicht sagen, vertrau uns, wenn wir sagen, aus gutem Grund. Ich habe einen Vorschlag, baut die Kartons hier hinter den ab, dann schließe ich euch den Schuppen auf. Ja, geil. Hammer. Okay. Chat zu reden, habe ich nicht dran gedacht. Nein, wir pfeifen nicht aufs Arbeiten, wir machen es. Schnell erledigt. Ja. Ach, wir sind ehrliche Arbeiter. Okay, danke sehr. Polnudeln, Schimpflücke, keine Puppe. Pfeifen und Rettungsschwimmeruniform und viele Bauchstaben. Was? Bauchtaschen. Müllbeutel und Putzmittel, aber keine Reanimationspuppe.
Rattengift und Chlor. Ich hoffe, die werden nicht miteinander vermischt. Ist das eine Reaktionspuppe? Ja, das funktioniert. Und Elfi? Ja. Ich habe letztes gelogen, das mit meiner Oma. Es war Hopper. Er hat mich dazu gezwungen. Er ist durchdreht und meinte, wir verbringen zu viel Zeit zusammen. Vielleicht hat er recht. Ich verbringe immer nur Zeit mit dir. Ich sollte mehr mit meiner Spezies machen, wie Max. Was redest du da? Na, sie hat ihn ausspioniert. Das finde ich aber auch so. Die Max und der Mike haben viel zu viel Zeit miteinander verbracht. Ne? Eben, der Mike hat auch andere Freunde. Er hat eine Freundin komplett vernachlässigt für Jane halt. Feuer. Hier ist keine Animationspuppe? Und da haben wir das gerade schon gekriegt. Ah, haben wir, okay. Dann können wir ja die Puppe basteln eben. Mr. Lobber Lobber, Mr. Fantastic, Super Bombastisch. Gott, da haben wir gleich noch genug Zeit in dem Part für den Saunatest, ey. Ich habe genug rumgetrödelt. Noch Puppe angefertigt. Nice. Nice. Der Zoomer, wir können den Zoomer basteln. Was stand da gerade? Scheiße, ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen, was da stand. Nein! Ah, egal. Wow! Geh mal für Schmitzkat. Speedy D, Speedy Woo, die schnellste Maus in Mexiko. So. Geh jetzt Herrenumkleide zurück und hock jetzt Freibad. Oh, wir haben einen Dunkel. Shit, shit. Nein! Oh, jetzt habe ich mich geheilt. Alter. Der Mind Flayer wird beschützt! Schau mal, die Dusche in der Herrenumkleide. Billy muss drin sein. Sind wir soweit? Es kann losgehen. Wie läuft der Plan, Mike? Suchen wir den Schaltraum oder was? Es reicht wahrscheinlich, das Licht auszumachen. Billy soll nur an seiner Stelle nachgucken. Alter. Jetzt haben wir so sehen, wie der falsche Taste gedrückt, ey. Ah, schon wieder so ein scheiß Rätsel. Oh, hat ja erledigt. Gott. Sieht von draußen viel größer aus. Es ist von innen viel größer als von außen. Oh, mir ist die Hand eingeschlafen am Controller. Das ist der einzige Nachteil, ey, wenn du am Controller spielst. Schlafen immer die Hände ein. Warum juckt die Nase?
Oh, guck mal da. Ach, ich hab schon genug. Alter! Was ist denn das für eine Badeumkleide hier? Ich habe was ganz anderes vor. Alter, ich schwitze gerade wie Sau, ey. Ich schwitze wie ein Wolf gerade. Ah, da. Alter, dass immer diese scheiß Ratten kommen müssen, ey. Boah, ist das warm. Oh, wenn die ganzen Ratten nicht die ganze Zeit wären, ey, das ist das, was stört. Na, oh, das war so klar. Okay, Leute. Das ist doch nicht wahr hier, ey. Das verkacke ich hier bei so einem scheiß Lichträtsel, weil die ganzen Ratten die ganze Zeit kommen. Mach mich schrakro hier. Da guckt sich das an, die ganze Zeit Ratten, ey. Was, da bin ich ein bisschen warm, ey. Ich check das Rätsel gerade nicht. Oh, okay, Leute. Ich mach mal hier kurz ein kleines Päuschen kurz. Ich mach mal eben dann kurz auch dabei den Ventilator an und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich hoffe, seid ihr in diesem Video auch wieder dabei, wenn wir dieses beschissene Lichträtsel lösen. Bis gleich. Tschö.